Das sind nicht so viele Leute, die das noch kennen. Du bist sowieso noch ganz frisch. Ja, das ist richtig. Ich meine Facebook-Page auch recht für einen kurzen Grund, so wie auch mein Internet. Das heißt, außer mein YouTube-Seite muss ich so, wenn ich viel, ganz viele Visiteure habe, so ist es so viel Leute, wo ich hier und ich, ehrlich gesagt noch nicht so viele Leute, die ich kenne. Aber trotzdem hast du schon relativ viel Erfahrung in Sachen Musik. Du warst so bei einer DJ Academy. Ja, das ist richtig. Ich war zu San Francisco. Ich war DJ for Life Academy. Da kam ich in DJ Lehrer. Und natürlich habe ich nicht so gemacht. Ich war einfach viel mehr auf den Hintergang fertig. Wir können mit einem Professionellen, den er doch für Beruf hier möchte, können zu schwätzen und Erfahrung zusammen. Weil, ablehnen, das konnte ich. Und ich wollte just wissen, wie dann im Business da lief, wen sich so vorstellen und so weiter. Und da konnte ich wirklich auch viel Tieren abgemacht. Das war ganz interessant, finde ich. Und eine super Erfahrung. Ich wusste zuletzt, aber schenkt das irgendwie nicht so zu klappen. Ja, das wird schön, dass ich weiß auch nicht richtig für wer. Ich meine, ich kurz auch in Amerika gesagt, dass ich sicherlich eine gute Karriere für mich hätte, wenn ich so weiter vorne. Ich wusste halt letztes Mal, ich werde mich auch ein bisschen präsentieren, aber richtig Antwort konnte ich nicht. Und bis von einem, da konnte ich ein super Kompliment gemacht, dass ich noch nie so gute junge DJ hören hat. Nein, ich bin einfach noch nicht gebucht genetisch. Ein Abruf also? Ja. Ja, wirklich, weil, also wenn ich in Sachen nicht, will ich auch noch ein paar Sachen, und ich meine, in den Loh eventuell interessiert wird. Du hast zum Beispiel einen Remix gemacht vom Titel One Love von David Guetta, so man kann die Rolle erstellen. Also das geht nicht, also nicht den Remix allein von mir, sondern ich einfach zwei Lieder anlegen möchte, zwei bekannte Lieder anlegen möchte. Das ist mehr, wenn ich den Mashup nennt, also du hast schon selber nicht unbedingt etwas selber produziert. Du hast just die zwei. Man nicht gemixt, weil auch viele DJs machen. Da tut noch so den DJ Tom, Tabourin, wie kann ich das nennen? Also ne, da an dem Dode, wenn wir hier hören, das ehrlich gesagt nicht für mich, das kann ich echt mich spät. So hast du, wo ich dann zu dir annehmen mixt. Und da, also da ein Original-Remix vom Schmengen DJ Chucky, also das ist echt mich spät, wo ich zu dir annehmen mixt, vom Litz. Okay, gut zu wissen. Dann kann er das noch gucken, ob dein Internet sieht, so als den Eiker, wenn du willst. Das ist der bumpingbeats.com. Du für den Namen Lieder. Fürs beim Lady Gaga Lied? Da bin ich selber produziert. Da bin ich den ganzen Beat selber gemacht, am Keyboard, mit dem Programm. Da bin ich alles für mich selber. Ich wusste Gesang in das von Lady Gaga. Bad Romance. Ich habe aber ein bisschen eine Idee, was du für Musik machst. Ja, ich mache für und allem Hausmusik. Ich meine, das ist die Musik, die ich am liebsten höre. Aber ich lasse im Prinzip nicht alle Typen von Musik aus, also vielleicht nicht gerade Heavy Metal oder D-Genre, aber ich lasse auch viel Hip-Hop. Ja, Hausmusik ist aber mein nächster Schwan. Wenn ich durch Logif buche, was lädst du dann ab von Musik? Also, ich lehre. Ja, wie gesagt, ich führe am Haus ab. Ich lehne aber auch Elektrohaus ab. Und ich meine, die neue Genre, die nicht mehr könnte, das ist Elektro-Hop, das ist ein bisschen Genre Black Eyed Peas. Ich lehne aber auch nicht richtigen Hip-Hop ab. Also ich lehne auch nicht den richtig klassischen Rap ab, den ich nutze. Ich bleibe mehr an einem schnellen Rhythmus. Voilà. Und nicht nur, dass du lo remixen musst oder auch lo Lieder ablesst, du produzierst ja so noch selber. Ja, das ist richtig. Produziert. Das ist für einen, weil ich am meisten mache, das hat mir am meisten Spaß, weil ich auch viele positive Feedback kriege. Und meine letzten Lieder also, habe ich hier kurz gemacht und das ist auch wirklich ziemlich gut gekommen. Was ist das, der Dream? Das ist der Dream, ja. Aber nur das richtig. Den Tom Tabourin, Robert Jalha de Lutzebusch, auf Musik Express mit The Dream. DJ Tom Tabourin am Titel The Dream, selber produziert. Aber wie singst du? Ja, ich selber. Nee. Doch. Ich hatte es auch gedacht für eine Frau.
Oh, das ist, ja. Doch, es klingt effektiv, aber das läuft schon so um den Effekt. Nein, nein, nee, ich muss dir erzählen, schon den Effekt sagen. Ich meine, mein normaler Sturm hat mir nicht so gut darauf gepasst, aber ja. Denkst du, sonst noch Sachen oder? Nein, sonst muss ich sagen, das war mehr so spontan. Ich wollte am Anfang remixen von einem Lied von David Guetta, aber ich war just Vocals von dem Lied nicht fand und ich wusste, bon, ich probiere, aber ich habe ein paar Leute gewesen, wenn die ich begeistert hatte von und ich wusste, bon, ich probiere nicht weiter. Aber die anderen Lieder, die ich am Gang sind, du merkst du, die Stimme, die passen nicht mehr darüber. Ja. Ja, und dann muss dann etwas anderes hier. Wie haben das Lied da gefallen? Kennst du das irgendwo auf CD? Kannst du mal drauf laden? Kannst du lauschen? Wie gesagt, also auf meiner Internetseite pumpingbeats.com, da finde ich all meine Lieder. Du kannst auch ruhig mal schreiben, wenn ich wirklich will, raufgeladen kriegen oder geschickt kriegen, das ist gut kein Problem. Auf meiner YouTube-Seite gesehen in das Video, wie ich sie machen, wie ich später machen. Und wie gesagt, ich habe schon kein Problem, mich zu schicken. Ich würde just, ich gehe nicht gerne so einen Link frei raus, wo Leute können raufladen, weil das aber vielleicht ein bisschen riskant, weiß ich nie. Mhm. Und voilà. Wie ist es, wenn du schon als DJ buchen, wenn du schon eine Musik-Express mit entdeckt hast? Ja, ich meine, du hast das einfach, wenn du auf meine Internetseite geht, www.pumpingbeats.com, da kann ich dann direkt in der Booking Contact mich kontaktieren. Kann ich mich einfach um Facebook adden oder einfach Tom Taburin angehen. Auch mein YouTube, das ist auch Tom Taburin, also finde ich mich so ziemlich auf den Hauptseiten überall. Und da kann ich mir da ruhig schreiben, dann ist kein Problem für mich auch zu buchen. Und Taburin wird geschrieben? T-A-B-O-U-R-I-N-G. Okay, Taburin. Taburin. Also, ja. So wie ich das vernannt habe. Voilà. Mit dem Verhalten dann. Ja. So eine Bonne von Messi, dass du da einfach Tom. Merci auch. Und bonne Chance für die musikalische Zukunft. Merci.